Herzlich willkommen zu Spirit. Mit dem Film Mary's Land hatte Juan Manuel Cotello im Jahr 2017 einen ungeahnt großen Erfolg in deutschen Kinos. In mehr als 200 Lichtspielhäusern in Deutschland wurde der Agenten-Thriller über die Mutter Gottes gezeigt. Inzwischen hat der spanische Regisseur und überzeugte Katholik zwei weitere Streifen für das Kino produziert. Sein neuestes Werk heißt Das größte Geschenk. Das Dokudrama zeigt bewegende Beispiele für Vergebung und Versöhnung aus aller Welt. Die Zeugnisse sind, wie so oft bei Cotello-Produktionen, in eine witzige Rahmenhandlung eingebettet. Ich freue mich sehr, dass ich mich nun mit Juan Manuel Cotello über sein neues Werk unterhalten darf. Willkommen im Studio, Herr Cotello. Danke, vielen Dank. Bevor wir über Ihren Film sprechen, wollen wir uns den Trailer Ihres Films anschauen. Sehr gut. Du bist mir noch etwas schuldig. Keiner geht an meine Karten, klar? Und aus! Das gefällt mir nicht. Und was genau? Es ist kein Happy End, wenn einer dem anderen den Kopf wegschießt. Hört mal her, alle heben die Hand, die wollen, dass Jackson Wilson tot schießt. Die Menge will Blut sehen. Ein Duell aus Rache, das sind wir unserem Publikum schuldig. Ich will Ihnen aber lieber noch was Besseres auftischen. Hey, ruhig, ganz ruhig, ist doch nur ein Film, okay? Ja, meinen Sie? Ein Blick in die Zeitung. Was finden wir da? Gewalt und Hass, Drohungen und Beleidigungen, immer und überall. Also, die Terroristen hatten eine Bombe im Auto meiner Mutter installiert. Mama hat einen Arm und ein Bein verloren, ich die Beine und drei Finger. Die suchten Freiwillige für Anschläge in London. Das ging etwa 5 Jahre so, diese Bombenanschläge dort. Meine Antriebskraft war der Hass, mit dem Ziel, stärker zu werden, um meinen Vater umzubringen. Kannst du eine Zahl sagen, wie viele Morde es waren? Ich mit meinen eigenen Händen an die 300 Personen. Dieser Mann hat damals meine Kinder getötet. Ich wünschte, es wäre bloß ein Film. Diese Handlung ist kein Drehbuch wert. Wenn Sie ein Opfer finden, das bereit ist zu vergeben, dann schreiben wir das Drehbuch um. Einen Mörder vergeben? Ich dachte, das ist unmöglich. Du, die du das Opfer einer Bombe warst, hast jemanden umarmt, der selber mit Bomben andere schwer verletzt hat. Der Krieg macht dich blind, du siehst nichts. Das Wort Liebe gibt's für dich nicht, du kennst es nicht. Erst wieder, wenn dich jemand umarmt und dir seine Vergebung schenkt. Und das ist so ein irres Gefühl. Das muss man in der Familie wiederbeleben, dass wir lernen, vergeben zu können. Wirklich und ehrlich. Welches Happy End wollen wir unseren Zuschauern anbieten? Eines, das sie schon kennen? Oder etwas wirklich Revolutionäres? Herr Cotello, bevor Sie den Film Das größte Geschenk gedreht haben, haben Sie den Film Footprints produziert. Da ging es um eine Pilgerreise nach Santiago de Compostela. Der Film hatte nichts mit Versöhnung zu tun. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, einen Film über die Versöhnung zu machen? Das war nicht meine Idee. Nach einer Veranstaltung in einem Theater in Kolumbien war ich auf einmal von Menschen umgeben, die mit mir einen kurzen Moment reden wollten. Und einer von diesen Leuten sagte zu mir: Meine Chefs wollen mit Ihnen reden. Und ich fragte ihn: Wer sind Ihre Chefs? Daraufhin zeigte er mir via Internet eine Gruppe von Menschen, und mir wurde klar, dass es sich um Kriminelle handelte, um Menschen, die viele Verbrechen begangen hatten, um Mörder. Ich war beeindruckt. Ich fragte: Sind das Ihre Chefs? Ja. Und warum wollen Sie mit mir reden? Er sagte: Weil Sie um Vergebung bitten wollen und dies gerne mit Ihrer Hilfe tun würden. Okay, wo sind Sie? Er sagte, Sie sitzen im Gefängnis. Also habe ich Sie einige Wochen später im Gefängnis besucht.
Für mich war es eine sehr starke und schöne Erfahrung, diese Menschen absolut reuevoll und zerknirscht zu sehen. Einer von ihnen sagte mir unter Tränen, wenn es nur eine Person gäbe, einen Jugendlichen, der sich diesen Film ansieht und beschließt, nicht dieselben verkehrten Dinge zu tun, die ich getan habe, dann würde es sich bereits lohnen, den Film zu machen. Bitte machen Sie ihn. Dann besuchte ich zusammen mit den Mördern ihre Opfer, also die Verwandten derer, die von ihnen getötet wurden. Und ich sah, wie sie sich umarmten, sich küssten, wie sie gemeinsam sangen, zusammen tranken und aßen. Es war eine richtige Party. Und ich dachte mir, das hier muss unbedingt allen weitererzählt werden. Das gibt es nicht nur im Märchen, dass Feinde Freunde werden können, dass jede Untat vergeben werden kann, dass Traurigkeit, wie soll ich sagen, durch Liebe besiegt werden kann. Die Botschaft des ganzen Films lautet, die Liebe vermag alles, die Liebe siegt immer. So kam es zu diesem Film. Okay. Sprechen wir über die erste Geschichte des Films. Die allererste Geschichte der Versöhnung in ihrem Film ist eine unglaubliche Geschichte. Tim wird von seiner Mutter ausgesetzt und von seinem Vater brutal geschlagen. Er schließt sich einer Gang an, wird ein Schläger und ein Bankräuber. Doch sein Leben bekommt eine Wende, als er einen Vater beobachtet, der seinen Sohn zärtlich behandelt. Was hat diese Erfahrung in Tim ausgelöst? A complete change. It was not only one single thing that happened in his life. Many things happened. Eine völlige Veränderung. Es war nicht nur eine Sache allein, die in seinem Leben schiefgelaufen war. Vieles ist ihm widerfahren. Dieser Tim hat niemals Liebe erlebt. Stellen Sie sich jemanden vor, der keine Liebe erfährt, der in einer Atmosphäre der Konkurrenz aufwächst und sich jeden Tag gegen Feinde verteidigen muss. So entsteht im Menschen so etwas wie eine Schutzmauer gegen den Rest der Menschheit. Als Tim dann diesen Mann mitten auf der Straße sah, der auf sehr zärtliche Weise und sehr liebevoll mit seinem Sohn sprach, dachte er sich, wow. Er ging beiden eine Zeit lang hinterher. Tim sagte mir, ich wollte damals gerade eine Bank ausrauben und hatte angefangen, Frauen zu betrügen und ihnen die Liebe zu stehlen. Es war natürlich ein sehr langer Prozess, aber die Begegnung mit dem Vater war so etwas wie ein Schlüsselerlebnis. Und am Ende ist Tim jetzt in der Lage, jedem Liebe zu schenken. Er lebt heute in Lourdes, in Frankreich, und ich kann Ihnen sagen, ich war mehrere Male in seinem Haus. Er ist offen für jeden auf der Welt, der Liebe benötigt. Und viele Menschen mit sehr großen Verwundungen gehen dorthin, um sich auszuweinen und das Lächeln zurückzugewinnen. Tim ist jetzt ein Meister der Liebe. Ein Meister der Liebe. Tim gab seinen Kindern, was er selbst als Kind nicht bekommen hatte, Liebe. Er hat es geschafft, einem Teufelskreis zu entkommen. Unter welchen Umständen kann ein Mensch den Teufelskreis des Hasses überwinden? St. Paul says in the Epistle to the Corinthians. Der heilige Paulus sagt im Brief an die Korinther, dass die Liebe jede Schwierigkeit überwinden kann. Die Liebe ist die effektivste Waffe, die wir in unserem Leben haben. Und sie ist kostenlos. Man muss keinen Unterricht besuchen und keinen Kurs belegen, um lieben zu können. Sie kommt aus deinem Geist, aus deinem Herzen. Wir alle wissen, wie man liebt.
Wer Schwierigkeiten oder Probleme der Vergangenheit überwinden möchte, sollte sich heute auf die Liebe festlegen. Zu wem? Zu dir. Zu der Person, die du jeden Tag triffst. Und das war der entscheidende Punkt in Tims Leben. Als er akzeptiert hat, dass man auch dann noch liebenswert ist, wenn man einen Fehler begangen hat. Für Gott sind unsere Fehler kein Problem. Gott liebt uns nicht deswegen, weil wir uns gut benehmen. Nein, er liebt uns, weil wir seine Kinder sind. Das ist der Grund. Wir lernen ja durch das Leben Jesu, dass Gott, wie ein Vater, besonders jenen nahe ist, die in die falsche Richtung gehen. Das ist letztendlich das Wichtigste für die Veränderung des eigenen Lebens, zu akzeptieren, dass man geliebt wird. Nur die Liebe bewirkt das. Und das geschah in Tims Leben, aber es ist ein lebenslanger Prozess. Das funktioniert nicht wie ein Zaubertrick und ist auch nicht Sache eines einzigen Augenblicks, sondern man muss sich immer wieder klarmachen, ich werde heute geliebt, ich werde jetzt geliebt, obwohl ich heute Morgen eine Sünde begangen habe. Aber das ist kein Problem. Reden wir nun über ein Ehepaar. Eine wahre Geschichte der Versöhnung in Ihrem Film handelt von einem Paar. Die Partner hatten